Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, sehr verehrte Damen und Herren. Ja, Herr Kollege Obernostra, wenn die Regierung ein bisschen weniger in das Säckel der Menschen hineingreifen würde, dann könnten sie sich leicht auch besser Eigentum sparen. Und Gott sei Dank macht diese Regierung das auch. Gott sei Dank macht diese Regierung auch, und daher werden wir dieser befristeten Abschaffung der Eintragungsgebühren zustimmen, weil man muss schon sagen, jedes Mal, wenn der gierige Staat seine Hand aus dem Geldbeutel der Österreicher herauszieht, dann ist das zu begrüßen. Nur so oft, wie so oft, steckt der Teufel im Detail. Und ich frage mich schon, die Grünen verwenden so oft den Begriff soziale Gerechtigkeit. Und da frage ich mich schon, wo liegt denn die soziale Gerechtigkeit laut den Grünen, wenn jemand, sagen wir, eine Wohnung um 1,9 Millionen Euro kauft und dafür mehr Entlastung bekommt als jemand, der sich eine Wohnung oder ein kleines Haus um 300.000 Euro vom Mund abspart. Wo ist da die soziale Gerechtigkeit? Und verstehen Sie uns nicht falsch, gerade wir als Freiheitliche leben das Leistungsprinzip am allerstärksten. Aber ich glaube, jeder Leistungsträger in Österreich hätte nichts gegen eine Einschleifregelung, wo man sagt, es wird portioniert, kleinere Kaufpreise werden besser behandelt und die größeren fallen dann durch. Und vor allem hätte man, wenn man vielleicht so eine Einschleifregelung durchgesetzt hätte und so weiter, wenn es heißt, es ist zu kompliziert, nein, zu kompliziert ist es nicht. Das gibt es bereits bei der Grunderwerbsteuer. Und zum Thema Grunderwerbsteuer möchte ich gleich sagen, vielleicht, wenn man auch bei den Eintragungsgebühren so eine Einschleifregelung durchgesetzt hätte, vielleicht könnte man dann auch für die kleinen Kaufpreise oder niedrigen Kaufpreise auch für Familien, die sich ihr erstes Eigenheim anschaffen, auch die Grunderwerbsteuer sich dann sparen, so wie es der ÖVP-Finanzminister ja auch versprochen hat. Leider muss ich auch die schlechte Handwerkskunst dieses Gesetzes kritisieren. Als Rechtsanwender ist es mir nicht nachvollziehbar, warum ein Verkäufer, ein Notar, ein Rechtsanwalt, ein Treuhänder jetzt dann diesen Grundbuchsantrag 3 monatelang liegen lassen muss bei sich, bevor er den dem Grundbuchsgericht übergeben kann. Also die Verkäufer werden sich bedanken bei Ihnen, dass Sie jetzt 3 Monate warten müssen, und die Grundbuchrechtspfleger und die Grundbuchsgerichte werden sich auch bei Ihnen bedanken, weil am 1.7., also genau zum Beginn der Ferienzeit, wo die Menschen mit ihren Kindern vielleicht auf Urlaub fahren wollen, werden die dann quasi von 3 Monats Kaufverträgen überschwemmt, weil vorher wird wahrscheinlich niemand mehr was eintragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Kollege Lindner hat es ja schon gesagt, ich finde es auch für wichtig, dass nicht Einheitsparteibonzen Gesetze schreiben, sondern Menschen, die in der Wirtschaft stehen. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater gibt es genug hier im Haus. Vielleicht ein bisschen mehr auf die hören und weniger auf die. Ja, lernt mal was Gescheites und dann kommt auch was Gescheites dabei raus.